wurde in den sozialen Medien 2023 zum schönsten Mann der Wiesn gekürt. Doch seitdem hat sich einiges bei ihm verändert. Serafim Habsburg-Lothringen übernahm im vergangenen Jahr die Serviceleitung in einem Bierzelt auf dem Münchner Oktoberfest und verdrehte mit seinem Aussehen nicht nur den Gästen vor Ort die Köpfe. Auf Social Media gab er 18 Tage lang Einblicke in seinen kräftezehrenden Job und ging damit viral. Manche seiner Videos haben auf TikTok mehrere Millionen Aufrufe. Nicht selten wurde er erkannt oder bekam die ein oder andere Nummer zugesteckt. Damals erzählte er im Interview mit T-Online: Also die Videos gehen ja immer mehr ab und dementsprechend kommen auch immer mehr Leute, die Fotos ein Lächeln wollen oder einfach lieb einen Kommentar abgeben über die Videos, wie cool sie es finden oder wie interessant sie die Videos finden. Dieses Jahr arbeitet Serafim nicht im Bierzelt, sondern ist auf der Wiesn als Blogger unterwegs. Und das nicht allein. Der TikToker ist mittlerweile vergeben. Erst vor wenigen Tagen schlenderte er gemeinsam mit seiner Freundin Selina über das Festgelände. Außerdem ist er mittlerweile bei einer Fitnessstudio-Kette beschäftigt, deren Social-Media-Kanäle er mitbetreut. Zudem plant er offenbar, sich ein Standbein als Tätowierer aufzubauen. Doch wie Serafim zeigt, müssen die Fans auch weiterhin nicht auf seine Videos vom Oktoberfest verzichten.